Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir haben jetzt hier eine neue Aufgabe. Also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Die Fete wurde beendet. Tunk versteckt sich in einem Tank. Ich weiß gar nicht. Versteckt sich in einem Öltank in der Nähe des Asylums. Sie müssen ihn dazu bringen, ihnen einen Weg in die Lagerhalle zu zeigen, damit sie den Sprengsatz legen können. Töten sie dabei möglichst niemanden. Ja, das können wir auf jeden Fall machen, weil hier weiß ich jetzt gar nicht, was man, man das rausfindet. Trip braucht Drogen. Okay, das können wir auch machen. Das befindet sich in einem anderen Gebiet. Das können wir noch nicht hin. Da unten das auch nicht. Was das hier noch hier soll, weiß ich auch nicht, weil mein Kurio inzwischen tot ist. Leider. Ja, das tut mir wirklich leid. Wirklich schade, weil den hätten wir vielleicht wirklich später noch brauchen können. Soweit ich weiß, gibt der nämlich eine gute Menge an Waffen. Hier war auch irgendwas. Ne, da kann man aber nicht rein. Ja, ja. Und hier findet er sich. Und da befindet er sich immer noch. Und da Bärchen. Look who finally made it. Thought you'd never find me, did you, sweetheart? Genau. Du wusstest, dass ich nach dir suche. Naja, toll, wunderbar. Er hätte ja mal zu mir nach Hause kommen können. I've gotten good at knowing when I'm wanted. Oh, so you're who I'm waiting on. Someone must have faith in you, Cupcake. That, or they want you out of the picture. Interesting choice either way. Du musst Bertram Tank sein. The one and only. But don't bother with the introductions, Fledgling. I know who you are. Ich werde wahrscheinlich zwischendrin mal Tung und mal Tang sagen, je nachdem, was mir gerade über die Lippen kommt. News travels down the Kindred Grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Ja, das ist großartig. Also wusstest du, dass ich überlebt habe. Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Ich muss für Mercurio zu diesem Lagerhaus, der inzwischen tot ist. Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Der Sabbat? Nur Menschen? In Ordnung, aber kannst du mich reinbringen? Hör mal, erstens, der Sabbat? The Sabbat? Jeez, you are green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, because none of us are the good guys here. But the Sabbat... They glorify their monstrous nature. They refuse to hide it, and go out of their way to show it. They're also brainless and reckless. They have a life expectancy of a vampire fruit fly. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange eine Vampirfliege überlebt. Nur einen Tag? Oder mehrere Tage? Oder ein Jahrhundert? Aber treffe ich da dann nur Menschen an? Oder kannst du mich in das Lagerhaus schleusen? Mal das erste. As far as I can tell, the humans seem to know the score from the way they've been talking. I think most of them have aspirations of joining the next graduating class of shovelheads. Ugh, losers. Sie wissen, dass sie für Vampire arbeiten. Kannst du mich da reinbringen? Also, das erste? Yeah. The Sabbat like everyone to know just who they're dealing with. So if you get in there and have to bust a few heads, don't feel bad. Think of it as upholding the masquerade. Ich hoffe mal, dass ich da auch da ein paar Punkte für die Maskerade bekomme, aber wahrscheinlich eher nicht. Also, erstens, kannst du mich da unentdeckt hineingeben? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own.
You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Ich muss erst ein paar Sachen zusammenpacken. Oder ich bin schon bereit. Ich bin schon bereit. Oh, auf geht's. Also ich gehe jetzt nochmal kurz auf erstens, weil ich nämlich sehen will, was ich alternativ mache. Alright, I guess. Come back when you're ready to go. But don't be too long, Fledgling. This isn't really something we planned around your schedule. Ja, ja, bis dann. So, also, ich würde sagen, wir machen erstmal noch diese Sache mit dem Trip. Einfach deswegen, weil das bis jetzt auch das Einzige ist, womit wir wenigstens noch einen Punkt bekommen können. Vielleicht kann es uns dann später, das habe ich gerade genommen, hier noch helfen. Je nachdem, was wir skillen. Das ist schon der dritte Punkt, Traumaturgie. Ah, Blutraub ist also quasi eine stärkere Version von hier Blutgeschoss. Ach, au, ja, aber nur, dass dann der Gegner sofort stirbt. Und das Blut des Ziels beginnt sofort zu pumpen. Natürlich auch mit starken Fähigkeiten. Ich hätte halt schon sehr gerne etwas Suizid bzw. Ach, schade. Ja, früher gab es eben noch Selbstmord und Massen-Selbstmord. Jetzt haben wir noch Selbstmord und eben. Besitznahme. Also wir machen mal die andere Quest definitiv erstmal. Oh, mir fällt gerade ein, der hat noch nicht einmal danach gefragt oder sich darüber geäußert, dass ich diesen einen Sabbat-Vampir zur Strecke gebracht habe. Hätte ja mal wenigstens Danke sagen können. Und immer noch, weil nicht schon wieder jemand, den ich hätte zu einem Ruhe machen können. Er ist immer noch beschäftigt. Please take a seat. Nee. If I could only rest for a second. Tja. Morphium. Nee, Quatsch, nicht Morphium, aber irgendwelche Drogen halt. Hier komme ich schon durch, genau. Und dort oben müsste ich eigentlich auch schon durchkommen, soweit ich weiß. Genau, perfekt. Hey Jason, kannst du Malcolms Passwort für mich ändern? Er will ein neues Amt. Hanna. Ja, das genau, das ging durch die lüfte Geschichte irgendwie. BM-Tür. Ja, entriegeln. Perfekt, das ist wieder doch. Was wollen wir? Tür entriegelt. Gut. Jetzt ist schon nochmal die Frage, wo das war. Ich meine. Ah ja, genau, aber man musste, glaube ich, erstmal noch hier. Ist das hier? Ne, wir dürfen noch nicht. Oh,
der ist schon da. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem hier? Also hier muss ich rein und ich glaube, ich komme dann so und dann durch die Lüftungsschacht. Ja, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Oder wie man das überhaupt macht. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, so ohne weiteres nichts. Nein, ich laufe doch nicht hier hin. Da kommt hier rein. Das für. Oh, oh je. Die. Ich weiß gar nicht, ob die mich hier sehen durfte. Ich meine, der macht mir ja nichts, mit dem habe ich ja schon geredet. Da kommt jetzt gleich hierher. Hey. Natürlich läuft er zu mir, logisch. You can let yourself out. Nein, ich will doch gar nicht rausfinden. Aber da kommt man auch rein. Ah, oh. Schlüssel zum Versorgungsraum. Kamera. Betäubungsmittelkamera deaktiviert. Ja genau, da wollen wir rein. Jetzt mit dem Schlüssel rein können. Hier wahrscheinlich nicht. Doch, hier können wir jetzt rein. Ah doch, da, genau, da wollen wir ja rein. Ja, stimmt. Das muss jetzt eigentlich offen sein. Das ist aber nicht. Also das ist wohl die falsche Betäubungsmittelgeschichte. Kamera 2. Arzneimittelkamera, ja, das wird es dann sein, ja. Aber ist natürlich auch blöd, weil. Ah, genau, jetzt muss man auf das Ding wahrscheinlich klettern. Nee, auch nicht. Oh, ich hoffe, der bleibt jetzt einfach da ein bisschen stehen. Wetten, der kommt natürlich genau in dem Moment, während ich hier. Aber ich bleib da auch wieder auf der Tür gerade ein bisschen. Ja, da riskiert es. Perfekt, wir haben es geschafft. Wir wurden auch nicht erwischt. Ich hoffe, dass wir es auch gleich nicht werden. Ist hier noch irgendwas, das vielleicht von Interesse sein könnte? Ich habe es ja alles, ja. Ja. You can let yourself out. Ja, jetzt kann ich noch Danke sagen. Ah, hier wären wir dann. Hätte mich jetzt mal interessiert. Ah ne, da kam man ja nicht weiter. Dann sind wir jetzt weg.
als ich das vor gar nicht so langer Zeit mit dem anderen Char, also mit dem vorherigen, den ich probiert habe, mit dem Ventru, gespielt habe, da bin ich an der Stelle gerade von diesem Sicherheitsmann erwischt worden. Und das Ergebnis war, dass er mich halt quasi die ganze Zeit nicht mehr in Ruhe gelassen hat und ich musste ihn im Endeffekt dann töten, weil es einfach nicht mehr anders gegangen wäre. Jetzt guck ich mal gerade, wie es aussieht. Sie haben den Medizinschrank in der Klinik gefunden. Bringen Sie die Drogen nur zu Trip. So, ich hoffe, dass wenn ich sie ihm jetzt bringe, dass dann auch etwas aufploppt, weil beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, bei einem Thanks for coming back. What you need? Hat es irgendwie nicht funktioniert. Ah, nehmen wir mal als erster noch. Ich habe mich gefragt, ob Sie etwas über den Serienkiller gehört haben. Yeah, it's freaking me out, to be honest. I'm open all night and Santa Monica Police don't rank amongst the nation's most worthy. Passieren die Morde denn hier in der Gegend? Na dann versuchen Sie in Deckung zu bleiben. Kann ich jetzt die Waffen sehen? Ich verstehe. Auf Wiedersehen. Wer nimmt's erste? Oh, I don't know. I heard earlier someone at the pier got ripped up like that poor bastard in Long Beach the other day. Long Beach? Keine Chance. Das habe ich auch gehört. Interessant. Hä? Keine Chance? Was heißt das jetzt? Ja, nehmen wir mal das zweite. Oder nee, drittens, interessant. I'll tell you, crazy stuff happens all the time and it's like we just get used to it, you know, just going our way, do-do-do. But this, I don't know, these killings are chilling. In der Tat, Sie sollten vorsichtig sein. Was immer Sie sagen, was haben Sie zu verkaufen? Bringen Sie sich in Sicherheit, Trip. Was haben Sie heute zu verkaufen? Aber vorher geben Sie mir die Waffen. Danke für die Info. Now what else can I do you for? Nichts bis später. Jetzt will ich aber. Thanks for coming back. What you need? Ich habe etwas aus der Klinik für Sie und jetzt bitte. Really? Well, let me see what you got. Thanks for coming back. What you need? Ganz schön nicht so. Machen wir denselben Fehler. Schauen wir, danke. Das hier. Das war schon letztens das Problem. Ich habe dann dieses Zeugs hier gehabt. Oder das da. Nee, das war's nicht, denke ich mal. Morphium-Fläschchen. Nee, auch nicht. Pillenfläschchen. Nee. Ja, genau das da will ich ihm geben, aber es funktioniert nicht. Oder wie machen wir das? Ja, das habe ich beim letzten Mal auch schon. Ich glaube, ich hätte. Thanks for coming back. What you need? Alright, here's what we got today. Wir wollen allerdings nicht kaufen, wir wollen verkaufen. Und zwar. Ach. Ja, bei nicht vorschriftsmäßigen Brauchtruhen eventuell 18 Jahre Verantwortung. Ja. Spendenkassette. Silberring. Tagebuch. Pillenfläschchen. Oder vielleicht läuft es halt einfach darauf hinaus, dass man eben da nichts bekommt. Also keine. Keine Punkte. Ich hätte jetzt gehofft, dass man da ein bisschen was bekommt. Sie haben den Medizinschrank in der Klinik
und bringen sie die Drogen zu Trip. Ja, genau. Die haben wir hier, aber wird einem nicht angezeigt, dass man sie gegeben hat. Das ist das Eigenartige, finde ich. Also tja, hat auch nichts gebracht, oder? Dies würde ich ihm jetzt gerne geben, aber er nimmt es ja nicht. Er hat keine Notiz davon. Alright, here's what we got today. Oder muss ich so ihm geben halt? Ne, das war's ja nicht. Ich kann ihm das ablegen. Jetzt. Ne, hat auch nichts gemacht. Thanks for coming. Moment, ich muss ja ihm. Alright, here's what we got today. Jetzt müsste es ja klappen, oder? Nee, verkaufen geht nicht. Genau, das ist ja. Ich kann es nicht verkaufen. Das ist ja schön blöd. Na gut, dann geht's halt nicht. Dass ich, oder vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich guck mal bei jemand anderem rein ins Let's Play, ob das irgendwie, ob ich da was falsch angehe. Ja, das wäre jetzt dann das. Dann hätten wir noch irgendwas. Ja, super. Also wir kommen hier nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann wenn es nicht anders geht, dann ist es zwar echt ein bisschen blöd, ärgerlich. Jetzt macht man sich schon die Mühe und dann kann man die Quest nicht abgeben. Hat also jetzt nichts davon bekommen. Dann werde ich jetzt eben zu diesem Tung gehen und unter Herrgotts Namen diese eine besagte Quest hoffentlich erfolgreich beenden. Das Problem mit solchen Quests ist halt, da wird man irgendwo in so ein abgelegenes Viertel geschickt und da kommt man nicht wieder weg, bis man die Quest beendet hat. Und ja. Bis man die Quest eben richtig beendet hat, dann haben wir es wieder noch weg. You ready to go? Ich habe später noch einige Fragen an dich, wenn ich zurückkehre. Los geht's. Ja, wenn ich zurückkehre. Vielleicht hätte ich an der Stelle mal speichern sollen. Aber viel machen kann ich ja eh wahrscheinlich jetzt nichts. Nicht. So. Wir sehen die Pistole, das heißt, wir sind jetzt in einem Kampfgebiet. Hier war auch irgendwo was, das weiß ich noch. Oh. Oder? Doch nicht. Ich dachte, da wäre noch was gewesen. Ah ja, genau, da. Ich glaube, das geht jetzt gut. Sehr schön. Das musst du aufheben, ne? Da hinten leuchtet aber was. Ah, cool. Das ist schon verkehrt. Oh, was sind das für Geräusche? Ah, die Musik kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die hört sich ja cool an.
hat sich sowieso gut angehört, auch damals schon, aber... Geht ja ab hier, also zumindest von hinten kann sie recht gut hier sich anschleichen. Ist ja alles sicher, safe. Hier war früher, meine ich, ein Obdachlos, hat jemand dann noch ein bisschen leer saugen konnte, aber jetzt offensichtlich nicht mehr. Ich meine, ich habe einen Obdachloser. Ich bin überhaupt. Ah, da vorne ist er. Das war's, genau. Bin ich jetzt an einer falschen Stelle oder an einer anderen Stelle raus? Damals. Ja, einfach alles durchgucken. Okay. Genau, ich bin aber damals hier durch, das war's, ja. Hoppala. Ah, und da drin ist doch auch was, oder? Nee. Wirklich getäuscht. Okay, gut, dann jetzt. Nein, ich will den ja nicht töten. Ah. Oh. Ja, okay. Da merke ich mal, ich habe wunderbar die Fähigkeiten schon drauf. Ich drücke hier, weiß Gott, was für Sachen nicht. Gut, sorry. Das war keine Absicht. Yo, what the fuck is going on here tonight? Fox is all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware. Yeah, I heard. But what the fuck? We get that kind of shit in here all the time. What's so different about tonight? I don't know. Marcus is tense as a motherfucker. Maybe you heard something. Like what? Like, I don't know, but keep your fucking eyes open. Someone better tell those clowns in the freight house to quit playing cards before Marcus comes out and starts peeling fucking caps, you know what I'm saying? Yeah, I hear you. Ursprünglich war nämlich jetzt gerade bei diesem Obdachlosen der Plan, dass ich hier das Blut zu mir nehme, aber töten, das war nicht meine Absicht. Gut, Läuterung wäre an der Stelle vielleicht angebracht, dass die einfach kurz stehen bleiben und ich sie ganz schnell und flink hier zur Strecke bringen kann. Dass hier Schüsse gefallen sind. Eigentlich hätte es ja so sein müssen, aber. Hier ist so eine Axt, haben wir schon. Oder was ist das schon? Ne, keine Axt, sondern. Ah. Dingens hier. Und hier Eisen. So weit sieht es ja gut aus.
schwieriger an diesem Gebiet ist, das weiß ich noch. Hier geht's ja noch, aber später kommen da ganz viele Gegner. Und die müssen halt alle irgendwie ausgeschaltet werden. Oder ich muss an denen vorbeikommen. Ohne dabei zu sterben. Das ist ja nicht schlecht, dann kann ich ja den gleich hier genau besser ein bisschen zur Seite. Sagt er, aber es ist, glaube ich, ein anderer gewesen. Ja, hier muss ich nicht hin. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich hier nicht hin musste. Oder musste ich da später doch hin? Ah, Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, diesen Durchgang hier damals gar nicht gesehen, weil hier hoch muss ich, soweit ich weiß. Auch durch. Ich habe gar nicht so genau geguckt. Ja. Ja, schön. Oh, er läuft in die Richtung. Ah, aber hier komme ich doch hoch, glaube ich, oder? Besonders viel drauf haben die ja nicht, wenn, also solange es halt nur Menschen sind, das ist halt hier von nichts mal. Wer ist da? Ah ja, das war aber. Ich habe damals schon viel, viel mehr Probleme gehabt, meine ich. Bin jetzt auch gar nicht sicher. Hier durch, ja. Ja, super, jetzt bleiben wir hier, aber soweit ich weiß, muss ich die da unten ja auch irgendwie ausschalten. Auf der anderen Seite mit Blutläuterung habe ich ja also eine ziemlich mächtige Fähigkeit schon hier an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier gemacht habe. Also es sind ein bisschen viele auf einmal. Ja. Hier komme ich nicht durch irgendwie. Hier drüber. Ich speichere vielleicht hier an der Stelle mal. Das muss ich mir ein bisschen mehr angewöhnen. Ja, man kommt hier drüber. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier Ziel und Zweck ist, aber. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist ein unsichtbarer Widerstand. Also, was heißt das dann? Muss ich jetzt dann doch nach da unten, oder was? Oder wie, oder wo? Ich gehe nochmal kurz dahin zurück, weil es gibt ja einen Grund, weswegen ich hier... Voilà. Hier vielleicht irgendwo was...
vielleicht geht's ja auch hier. Ja, also es könnte jetzt natürlich sein, dass was passiert. Oh shit. Oh, jetzt ist es passiert. Ja, geil. Jetzt gehen wir ab. Hier. Das ist das Gute an den Menschen, die bleiben einfach erstmal in ihrer Deckung. Was sie nämlich genau befürchten oder ahnen, dass. Felix, bringt das hier was? Ah ja, super, gut. Hier war manch was. Auf der anderen Seite. Ah ja, und jetzt. Hey, wo willst du hin, Mann? Irgendwie noch was? Ja, nee, das ist noch nichts, Mann. Das Problem jetzt, das weiß ich noch ganz genau, ist, dass man hier jetzt natürlich dieses Aspolit hinstellen kann. Und soweit ich weiß, geht's dann aber halt sofort zur Sache. Also das heißt, dann muss ich mich beeilen. Dann habe ich nicht mehr ewig lang Zeit hier. Was? Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, mal jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich räume jetzt hier erstmal auf. Dass mir dann nachher keine Gegner in die Quere kommen. Die mir ohnehin schon in die Quere kommen. Ich finde. Hier Schnecks oben. Ja, genau, der kommt rechts. Wäre besser gewesen, wenn er an einer anderen Stelle gestanden hätte. Ja, genau. Hoch, so. Der tanzt ja gut. Hoppala. Da ist noch einer. Ja, gut. Und jetzt. So, jetzt probieren wir mal Schusswaffe. Schaut dann. Wir sehen gar nicht. Ah, da oben wahrscheinlich. Ja. Lernt ja langsam dazu. Ah, was ist da? Munition. Sehr gut. Oh, da ist noch was.
these motherfuckers! Gehen wir besser mal. Da wieder hin zurück und durch diese Tür. Na, wird wahrscheinlich jetzt nichts bringen. Doch. Jetzt muss ich hier wieder anfangen. Nee, das kann doch nicht sein, oder? Ja, so viel zum Thema gespeichert und schön vorangekommen, aber dann im Endeffekt dann doch wieder alles umsonst. Und ich war schon eigentlich am Ziel. Wenn ihr das mal vorstellt, ja noch schlimmer. Hier wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht ankommen. Ich mache jetzt mal hier was anderes, nämlich Blutläuterung. Weil das hat einen Flächeneffekt. Ich muss hier alle töten. Und wir speichern an der Stelle mal. So, zum Thema. Effekt, ja, frisch. Hat man ja gerade gesehen. Gut geschoss, vielleicht bringt das was. Schön, sie lassen mich schön austrinken. Hallo? Wie willst du jetzt durch diese Tür kommen? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein bisschen aufgeräumt, da wo ich gerade eben gestorben bin. Hier ist jetzt manchmal rechts richtig sehr, sehr gut. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wie käme ich denn jetzt hier hoch, wenn ich jetzt nicht bereits das Schloss knacken herrschen würde? Ich meine, ist ja keine. What was that? What was that? Who's there? What was that? Geht's ja nicht weiter. Hey, stop, man! Ich muss ja.
eigentlich nach dort oben. Und wenn ich jetzt das Schloss knacken nicht beherrschen würde, ich weiß ja, dass ich da durchkomme, aber... Ah, okay, ja. Da hinten natürlich, das muss ich da noch dahin schieben. Da. Kann ich das auch irgendwie mit E? Geht gar nicht, ich muss es also... So. Aber immerhin. Ein bisschen, naja, also, ich finde, so ganz, wenn man sich das vorstellt, bei diesem Schieben läuft das hier ja auch nicht. Dass sie diese Tür hier dazu gemacht haben, das wundert mich jetzt auch gerade ein bisschen, aber das soll jetzt nicht mein Problem sein. Ja, jetzt bist du rein. Der geht auch nicht. Hä? Ja. Ist ja auch logisch, gell? Also warum sollte es jetzt hier irgendwas? Kapiere ich jetzt gerade gar nichts. Ah, über das Ding komme ich ja vielleicht aber drüber, über das Gitter. Möglicherweise. Oder? Ist das ein tieferes Gitter? Ja, ja, das sieht tiefer aus. Ah, yeah, jetzt komm schon drüber. Jetzt kommen. Also das wird doch jetzt wohl... Ja, genau. So. Ist hier noch was? Ja, ich bin damals ganz anders vorgegangen. Ich habe hier nicht... Geschoss. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah ja, komm du nur hierher, komm du nur hierher. Das passt gerade. Wollte ich unbedingt direkt zu mir? Falls doch. Ich das da. Hey! Freeze, Motherfucker! Sind die anderen natürlich auch nicht aufmerksam geworden, denke ich mal. Nee, doch. Ja. Ja, und haben wieder die Suche wohl aufgegeben. Komm hierher, komm hierher. So ist gut. Erledigt und er. Das ist schon diese Blutgeschoss-Dingens hier. Das machen wir aber schon Blutheilung. Ja, machen wir eine gute Heilung noch rein.
Schleuderung bringt keinen Schaden, aber lässt wohl die Typen ein bisschen. Kennst du schon noch nicht mehr, oder? Es gibt hier wirklich verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Das ist schon mal gut. So, hier geht's jetzt hoch. Hier weiß ich nicht, was mich da erwartet. Hier waren wir. Oder? Genau. Müsste eigentlich auch was passieren. Ja, ja. Ich mach das nur, weil ich weiß, nachher kommt da noch was. Ganz gut, wenn ich einfach genau so bei ihnen jetzt einfach hier aussaugen könnte. So auch Leben bekommen. Sehr schön. Ja, und den Rest, da muss ich jetzt gleich blitzen. Ja. Oh! Ja, gerade hier war ja noch einer. Oder sogar noch einer. Heilung, ich fasse es nicht. Ich muss echt öfters speichern, das ist schon furchtbar. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wo ich wieder gelandet bin. Och nee, komm. Das ist nicht wahr. Echt? Nee, komm, jetzt. Hab ich so spät erst gespeichert? Ich hab doch viel früher gespeichert. Moment. Oh Mann. Ah. Ich stell mich hier wirklich an. Mensch, ich hab's doch noch vorhin geschossen. Das regt mich jetzt echt auf. Oh, das kann man ja nicht mehr angucken. Da gibt es auch so eine Kurzwahltaste, das muss ich jetzt auch mal machen. Ja, das liegt halt daran, ich habe es damals wirklich teilweise mit ein paar, ja, das darf man fast nicht zugeben, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil damals habe ich so ein paar Sachen, Disziplin automatisch auffrischen, habe ich auch Cheats benutzt. Das mit den Kurzwahl.
Moment. War das nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder sowas? Blutheilung. Ja, Blutheilung ist schon mal gut. Wenn man das sehr gut drauf hat. Befehligen. Huch, jetzt hab ich hier. Also auf jeden Fall 4 Blutheilung, aber irgendwo muss doch das...